3, 4. Was hab ich gemacht? Ob du Leim gemacht hast, ja. Ich habe keinen Leim gemacht, nein, nein. Wo brauchst du denn jetzt Leim? Ja, wir müssen immer Reparaturkleber haben. Ist Leim. Aus ja, Minzstücken? Na toll. Termitenbrocken, Ameisenlöwenteile. Bombardierkäferbrocken. Mhm. Ich würde ja Spinnenbrocken nehmen, dann kann man noch mal, dann hat man einen Grund, Wolfsspinnen zu töten, weißt du? Unbedingt, bitte. Ja. Die findest du doch so geil. Ich glaube, du findest das echt ein bisschen zu geil. Was denn? So. Bisschen trockenes Gras geholt. Dann. Ja, jetzt kann ich es dir ja auch gestehen. Beim Kampf gegen den Marienkäfer ist ein Stängellager kaputt gegangen. Schön. Und warum? Ja, wenn ich das wüsste. Tja, das ist die Frage, ne? Ja, weiß ich nicht. Weil du da wieder reingewichst hast, wie so ein Affe. So. Ja? Wie so ein Affe. Warum kann ich denn hier nicht die Dings einlagern? Die Stängel. Geht denn das nicht? Ach, ein Plattenlager und ich habe ein Stängellager gebaut. Bei Gott, was ist das für ein Quatsch? Jetzt gibt es ein Stängellager und ein Plattenlager. Ja, das ist ganz neu, weißt du. Das hat es auch noch nicht in der ersten Version gegeben, wo du das Spiel noch nicht gespielt hast. Mein Gott. Ja, die sind auch noch untereinander, weißt du, im Herstellungsprozess. Grobes Seil und Kiesel. Dann holen wir die doch mal. Dann mal ein Kiesel. Komm, da brauchen wir noch eins. Kieselchen, wo ist denn hier noch ein Kieselchen, ein Kieselchen? Oh, ein Kieselchen. Zwei brauche ich noch, aber die finde ich. Ich nehme die Zeit, die ich brauche. Ja, ist ja richtig so. Du sollst ganz entspannt, weißt du, ganz entspannt kann man das machen. So. Herr Puzzle. Ja? Konnten Sie denn schon genug Tränke brauen? Ach, ich soll die brauen? Ich dachte, du machst das, damit du es auch mal lernst. Falls ich tot bin, dann, dass du das dann selber machen kannst. Man weiß ja nicht, ob ich irgendwann mal von einer... Ne, irgendwann mal hier gesnackt werde oder so. Ne, dann springe ich mit hinterher ins Maul. In welches auch immer. Vom Fisch. Von dem dicken, fetten, stinkenden Fisch. Karpfen. Von dem Karpfen. Karpfen. Genau. Fehlt ein Scheiß-Kieselstein. Ja. Mhm. Ja, die Frage ist natürlich, gut, der Atemholen brauchen wir nicht, Magenschleim ist auch uninteressant, Heckenmeister ist auch uninteressant, Überstunden ist auch uninteressant. Menschenfutter wäre noch schön für Schadensresistenz und Flüssigzorn wäre auch noch gut. Dann macht er eins von den beiden. Warte. Wenn ich uns, ja, ich weiß nicht, ob einer ausreicht, zwei ausreichen. Zwei eben. Dann müssten wir auch mal. Also Kaugummi, wenn du das siehst, nimm mal mit, ne? Können wir gut gebrauchen. Ich nehme mal einen hier Effekt hält länger. Ja. Keks-Sandwich-Brocken, frische Apfelbrocken, also Gedöns, können wir gebrauchen, weil das ist dann der Menschen, das ist dann die Schadensresistenz, weißt du? Ja, ja, also aber sowas schmeiß ich mal weg, wenn ich das finde, weißt du? Ja, das ist richtig so. Sollte man auch. Ist Blödsinn. Mhm. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, das dann irgendwie zu nutzen. Nein, das ist ja, Quatsch, weißt du? So was meine ich. Ah, auf gar keinen Fall. Grobes Seil. Grobes Seil brauchen wir ja immer, ne? Grobes Seil brauchen wir immer und Seidenseil brauchen wir auch immer.
Weil das Schlimme ist, wir finden natürlich hier Billy Hock-Happen und so weiter, aber das können wir nicht hier brauchen, weißt du? Wir brauchen das andere. Billy Hock-Kappen? Happen. Hab, hab. Das Seil wieder. Und Salz können wir übrigens auch mal wieder gebrauchen. Das ist so unglaublich. Das ist denn übertrieben viel. Aha. Naja, wenn du das sagst. Ja, du hast wieder deinen Speer auf Maximum gemacht. Deswegen haben wir das nicht mehr. Nee, den kann ich gar nicht auf Maximum machen, weil. Weißt du? Geht nämlich nicht. Weil du wieder viel zu wenig gesammelt hast. Das ist dein Problem. Sind die denn auch salzig? Ja. Ja, die Termiten. Warst du immer noch nicht drüben und hast mal eben eine fotografiert? Ich bin ja damit beschäftigt, hier das, was du hier einfach so wild in der Landschaft rumstehen lässt, wieder zu reparieren. Was lasse ich denn in der Landschaft rumstehen? Da ist doch. Nee, das ist der Ameisenlöwe. Kugelkäferlarven. Warum haben wir denn keine Termiten fotografiert? Du machst aber auch wirklich wenig, ne, wenn wir unterwegs sind. Ich guck dir mal zu. Das ist mein Job. Und dann meckern, wenn du was falsch machst, weißt du? Ah ne, das ist deiner. Das ist deiner. Entschuldigung. Larve. Jungspinne. Wann machen wir denn die Brutmutter eigentlich? Alter, wir haben noch so viel zu tun. Könntest du dich mal beeilen? Ach, nee, so kann ich nicht arbeiten. Kann ich nicht reparieren? Ach, Salzstücke, wenn ich meinen halb kaputten Salzmorgenstern reparieren möchte. Ich bin ja nicht irre. Ja, da meine ich. Das ist ja, wenn ich den nochmal verbessere. Wie teuer ist das denn? Schön an den Amboss, weißt du, wie ich meine. Ja, 5 mächtige Klumpen, davon haben wir genau 0. Warum nur? Weiß ich nicht. Mächtiger Klumpen, robuster Schleifstein. Warum lagert er denn die Pilzziegel? Achso, schnell einlagern ist ja ausgeschaltet wegen der Pfeile. Ach, deswegen. Ja. Ist in Ordnung, habe ich verstanden. Boah, alter, Holzkohleasche kann man produzieren. Wofür brauchen wir denn Holzkohleasche? Ich drehe durch, weil das wird ja immer wilder hier alles. Ja, ja, wofür braucht man die, ne? Soll ich das aber Großschwert mal hier lassen? Ja, ne? Holz? Komm, ich lass es mal hier. Oder lasse ich die Keule hier und dann nimm das Schwert mit. So, die hat Schaden plus Betäubung. Kohlebrocken, Holz, Kohle, Asche. Komm, dann machen wir das so. Verwendbar für Asche-Zement. Mit Asche-Zement kann man nichts machen. Also wir wissen auf jeden Fall noch nicht, was wir da machen können. Aschewände vielleicht bauen? Ja, aber hier steht verwendbar für Fragezeichen. Also wir haben es halt noch, wir können es noch nicht machen. Hast du noch nicht erforscht, deswegen. Ist noch nicht erforscht worden. Ja. Herstellen, du kannst, wir müssten die Aschewände ja jetzt freigeschaltet haben. Und haben wir auch freigeschaltet, aber sie sind halt auch nicht erforscht. Okay. Okay. Oh. So. Hat eigentlich unser kleiner Liebling noch genug zu essen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ist ja deiner, ne? Den habe ich dir geschenkt. Hier liegt aber nicht mehr viel rum. Naja, ich kümmere mich mal um dein Haustier, ne? Ich will unbedingt ein Haustier haben, weißt du? Und kümmert sich ein Scheiß drum. Ja, was machst du für mich? Die Hubs ist so schlimm. Was? Mein schwarzer Nashornkäferhammer macht mehr Schaden als mein Salzmorgenstern. Das ist für ein Quatsch. So, die, komm, iss mal was, hm? Häng mal schön den Rüssel in die Schüssel. Und natürlich der arme Kerl sofort da dran und ist am Fressen. Warum macht der Hammer so viel mehr Schaden? Was ist für ein Quatsch? Dafür ist er ja langsamer. Das ist ja wie Keule und Speer. Der Speer macht auch viel weniger Schaden, ist aber in kürzerer Zeit in der. Fress doch nicht so viel! Was wird denn da demnächst für ein Hirschkäfer raus, du? Ja, tu mal. Jetzt hat der ganz viel weißen Schleim an der Nase. Guck mal, der frisst die alle weg. Ich sag ja, der Hunger. Ja, dann fütter ihn doch auch mal. Mein Gott, wie kann man nur so zu seinem eigenen Haustier sein?
Ach, nee, 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 nee. Gorilla, so geht das nicht. Leider so. Ja schon. Ja, du machst das leider so. Wir könnten uns eigentlich auch mal so langsam... Haben wir eigentlich noch Holzkohle oder ist die auch schon wieder aufgebraucht? Kann auch aufgebraucht sein. Ganz ehrlich, kann auch aufgebraucht sein. Holzkohle, Trinkflasche. Was kann die denn jetzt? Die kannst du überall mit Wasser füllen. Egal, was, ob das Brackwasser ist, das muss kein Trinkwasser sein. Daraus wird aber Trinkwasser und sie hat Platz für 6 Stück. Aber es ist leider nicht möglich, eine zweite zu bauen, weil uns fehlen Materialien, die wir ja nicht sammeln, weil... Wofür brauchen wir das? Naja, bitte sehr. Welche denn? In dem Fall Puppenleder. Ey, die hab ich sogar noch letztens einfach so gesammelt. So random, weil wir daran vorbeigelaufen sind. Ja, so random gesammelt. Deswegen haben wir ja auch so viel davon. Danke. Bitte. Nämlich null. That was refreshing. Wo ist eigentlich... Und wir hatten doch auch mal so ein Trinkspäß, also Gefäß, so ein... Weißt du? Was? Ja, hier so ein... Weißt du? Nein. Wasserbehälter. Ich überlege gerade. Ist ja nochmal dieses Scheiß... Termitennest... Mhm. Ich finde das nicht. Das Termitennest. Ja. Am Holzhaufen. Holzhaufen? Mhm. Eiskohlequelle. Ja, da kommen wir. Nee, wir kommen da dran vorbei an der Holzkohlegeschichte. Ganz hinten, rechts, links. Je nachdem, wie du guckst. Aber da die Karte ja nördlich ist. Da wurde der verlorene Burgleship auch. Loppt. Richtig, das ist der einzige, der uns noch fehlt, weißt du? Ah, okay, ja gut. Dann. Am Gartenhandschuh könnten wir Fusseln sammeln und davor sind Staubmilben in der Schlucht. Da ist Holzkohle, die wir uns schnappen können. Also auf dem Weg dahin können wir schon richtig viel sammeln. Das Blöde ist, dann können wir den Termitenkack wieder nicht machen, weil dann sind wir schon wieder so brechend voll. Ja. Naja. Aber wir könnten natürlich eine Kiste wieder mitnehmen und, weißt du? Und da sammeln. Das können wir machen. Ja, also, aber machen wir dann auch schon den Chip? Also gehen wir da rein und hauen die ganzen Termiten um? Ja, ne? Das wäre die Idee dabei, ja. Aber das ist natürlich auch, schwer. Wieder hier. Heilbomben. Soll ich mal ein paar machen? Ja, 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 auf jeden Fall. Da habe ich gemacht. Wir haben auch keine Steckmücken-Blutbeutel mehr. Siehst du, Mücken müssten wir auch mal sammeln. Das ist ja nur für den Notfall. Eigentlich können wir die jetzt dauerhaft verwenden. Ist im Termitennest auch irgendwie ein Endboss oder gehen wir da einfach durch und dann... Da ist auch ein Endboss. Wenn wir den töten wollen, ist der da. Ah, okay. Ist der sehr stark? Ja, ist der Termitenkönig. Dem müssten wir die Krone vom Kopf schlagen. So, kann mir mal bitte einer sagen, warum meine Trinkflasche schon mindestens ein Fünftel HP verloren hat? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt kaputt gehen können. Ja, ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich, damit das realistischer ist, weißt du? Wenn du da dreimal Wasser schöpfst, ist das Leder so abgegerbt, dann muss man sich ein neues kaufen. Die haben sie dann nicht mehr alle da. Nee, 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 nee. Also ich wäre gleich startklar. Ja, ich glaube ich auch. Müsste nur mal wieder, dass ich mir das nicht merken kann. Noch. Was brauchen wir? Viermal Saft, viermal Eichel, zweimal Klee. Oh, Eichelschalen haben wir auch nicht mehr so viele, ne?
Wir können auch eine komplette Loot-Episode machen, wenn du das möchtest. Gefühlt haben wir ja nichts mehr. Ja, ja, guck doch mal. Ich habe jetzt rausgenommen für eine Box. Jetzt haben wir noch 6 Eichelschalen. Das ist ja eine ganze Menge, wa? Da kriegst du ja noch 1,5 Boxen raus. Das meine ich damit. Wir sind schon schlecht dran. Ja. Aber da wird ja auch irgendwie wirklich alles... Also du musst ja für alles 100 Mal looten. Das ist ja nicht normal. Doch, in diesem Spiel leider schon. Ja, das ist teilweise schon echt irre. Was die da von uns verlangen? Von uns kleinen Leuten? Oder? Ja, du weißt, wie sie sind, ne? Ach stimmt, ich hatte Wachhund drin, weil ich musste für ein kurzes Tutorial-Video mal eben hier rein, ne? Und genau in dem Moment war schon wieder ein Basenangriff. Hast du schon wieder einen Basenangriff hier gehabt? Ja, ja, es tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich hier mal ganz kurz rein muss, Basenangriff. Dann machst du erstmal minutenlang nichts anderes. So, also ich weiß ja nicht, wie weit du bist. Wegen mir können wir mal eben zu den Terminen rüber und Hallo sagen. Wie weit wir kommen, weiß ich nicht. So, meinst du, ich soll den Morgenstern, wenn er halb runter ist, einmal wieder sauber machen? Oder? Ja, reparier den mal. Mach den mal. Okay, dann nehme ich natürlich auch meine starken Schuhe mit, ne? Ja, ja, klar, wir werden jetzt gleich ein Nest angreifen. Das ist kein leichter Kampf. Da ist richtig Kasala. Ich weiß auch nicht, ob wir den überleben, ne? Naja. Was habe ich denn hingetan, verdammt? Also hier sind zum Beispiel welche bei dir in der Kiste, am Bett. Ah, das klingt doch nach mir. Viel schlimmer ist eigentlich, ja. Wer macht denn hier so einen Krach? Ist da wieder eine fette Spinne unterwegs? Ja, es hört sich nach Spinne an. Ja, doch, doch. Ja, das ist eine Wolfsspinne. Ja. Hi! Ob ich hier eine klatschen sollte? Nee, lass mal. Wieso ist da nur eine Wolfsspinne? Wiederbelebungszeug. Jetzt ist der auch noch müde, aber das ist, wenn man immer so spät aufnehmen muss. Weißt du, weil der immer so arbeiten will. Ja doch, ich glaube, ich habe 31 Pfeile. Das sollte reichen, ne? Ja. Okay. Stimmt, ich habe ja das Problem mit dir und deiner Sprache immer noch nicht gelöst. Scheiße. Ja, muss ja auch nicht. Jetzt sag mir doch mal, warum das Mikrofon die ganze Zeit ausschlägt. Hier ist doch nichts, hier ist doch kein Krach. Atme sehr laut. Kann er nur das sein? Kann er nur nicht sein? Was für echt ein Dauerträger drauf? Brauchen wir eine Bombe? Im Termitennest? Jo. Aus dem Gedächtnis? Nein. Wenn du natürlich mal eine dabei hast, habe ich da nichts gegen. Okay, dann müsst ihr jetzt nur wissen, wo wir die liegen haben. Ja, ja. Bom, genau. Bom. Ich gucke. Machen wir diese beschissenen. Hier in den alten Klamotten. Alte Klamotten. Ja, ich nehme mal zwei mit, weil einmal werfe ich auf jeden Fall falsch. So. Wollen wir dann? Ja, ich. Warte. Jetzt mache ich nochmal eben schnell ein, zwei Pfeile, Splitterpfeile, um genau zu sein. Mache ich nicht, weil wir keinen Staubmilbenpelz haben. Also können wir los. Was? Wir brauchen Staubmilbenpelz? Aber lass mal pennen. Lass mal pennen. Nein, 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 nein. Ich bin komplett voll. Ich gehe nicht pennen. Nee, ich kümmere mich halt drum, dass ich hier arbeiten kann, weißt du? Ich habe außerdem Dörrfleisch noch hier hingehangen und so weiter. Ich war extra noch Kaulquappen und mach die Tür zu, ja? Ups. Ja, mache ich. Sonst ist die wieder in Gefahr. Hier war schon wieder so eine. Wo wollen wir überhaupt hin? Können wir nicht irgendwie darüber gondeln? Ja, ja, klar, logisch. Puzzle, wo bleibst du? Ich guck dir direkt auf den Arsch. Guck mal, das ist immer ein bisschen peinlich, wenn man hier an unserem Schlafzimmer vorbeigeht. Das ist echt wie. Ja. Ja. Kommen wir nicht voran, weißt du? Nee, ich weiß aber jetzt auch nicht, wo dran es liegt. Hier muss irgendwas sein. Wenn man an der Leuchte vorbeikommt, da geht der Skep los. Ja,
Es handelt sich tatsächlich um Scap-Farbschema, was oben auf der Lampe liegt. Aber da weiß ich wirklich nicht, wie man da hochkommt. Also da weiß ich wirklich nicht, wie man ohne Bauen hochkommt. Da liegt noch ein Blatt drauf, aber wie kommt man da hin? Ich habe keine Ahnung. Kannst du ja mal angucken.